Das moderne elektrische Triebfahrzeug der Deutschen Reichsbahn, Baureihe 243. Unter der schlichten Baureihenbezeichnung 243 verbirgt sich ein Spitzenprodukt der Fahrzeugindustrie der Deutschen Demokratischen Republik. Hergestellt im Kombinat VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke Hans Beimler Hennigsdorf. Unser Triebfahrzeug ist mit einem Triebfahrzeugbrigade-Lehrführer und einem zur praktischen Einweisung zugeteilten Triebfahrzeugführer besetzt. Da erhalten wir sicher auch die Antwort auf die Frage, wie die 3700 Kilowatt gesteuert und geregelt werden. Triebfahrzeug 243 116 zum 50812. Zur Bedienung der Haupt- und Hilfssteuerung ist auf jedem Führerstand ein Fahrschalter eingebaut. Dieser besteht wie bei den anderen E-Triebfahrzeugen aus dem Richtungswähler mit den Stellungen vorwärts, Mitte, rückwärts. Als neuartige Bedienelemente sind installiert der kombinierte Zugkraft- und Bremskraftwähler, der Geschwindigkeitswähler als Schiebeschalter mit dem Taster freier Auslauf, der Taster für die Hilfssteuerung mit den Stellungen auf, Mitte, ab. Das Bedienen der Hilfssteuerung ist auch von den jeweils an den Seitenfenstern angeordneten Tastern möglich. Ungewohnt für Sie ist sicher, dass ich Sie jetzt und bei weiteren Handlungsabläufen anspreche und Sie auf Festlegungen der Bedienungsvorschrift aufmerksam mache. Ich werde auch einige betriebliche Situationen erläutern. Die Hilfssteuerung ist immer anzuwenden bei Fahrten im Bereich des Bahnbetriebswerkes, beim Heranfahren an stehende Fahrzeuge und bei Störungen in der Hauptsteuerung. Sie ist auch anzuwenden bei allen anderen Rangierfahrten. Beim Fahren in der Hilfssteuerung ist der Geschwindigkeitswähler in Stellung 1 zu stellen. Mit einem der Taster wird dann der Aufbefehl an das Schaltwerk stufenweise oder durchgängig erteilt. Triebfahrzeugführer muss die Geschwindigkeit selbst überwachen und regeln. Ist die zulässige Geschwindigkeit erreicht, kann das durchgängige Absteuern mit dem Taster freier Auslauf erfolgen. Die bereits genannte Hilfssteuerung ist als Auf-Absteuerung redundant zur Hauptsteuerung angeordnet. Regulierungs- und Zielbremsungen sind im Rangierdienst nur mit den pneumatischen Bremsventilen auszuführen. Wenn Sie mit der Hilfssteuerung fahren, wissen Sie, dass folgende Baugruppen nicht wirksam sind. Wie die Oberstrombegrenzung, die Haftwertorientierung und die Spannungsbegrenzung der Fahrmotoren. Außerdem sind nur die Vollstufen ansteuerbar.
dem Triebfahrzeug ist eine Geschwindigkeitssteuerung mit unterlagerter Zugkraftregelung installiert. Sie ist die Hauptsteuerung. Nach der Weichenstraße ist noch ein Streckenabschnitt mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern zu befahren. Dabei ist das Streckenprofil wechselhaft. Damit in dem kurzen Gefälleabschnitt das Triebfahrzeug nicht abbremst und in die folgende Steigung ohne Bremskraft einfährt, wählt der Triebfahrzeugführer das Programm Nur fahren. Er überwacht in diesem Fall die Höchstgeschwindigkeit. Der Triebfahrzeugführer nutzt wie festgelegt die Hauptsteuerung zur Regelung der Geschwindigkeit und Zugkraft. Zum Strecken des Zuges wählt er zunächst einen mittleren Zugkraftwert vor und stellt die Sollgeschwindigkeit auf 40 km pro Stunde ein. Nach Erreichen einer Geschwindigkeit von 5 km pro Stunde kann beim Fahren an der Reibungsgrenze der maximale Zugkraftwert eingestellt werden. Aus der Kenntnis des Streckenprofils tastet er das Sonderprogramm Nur fahren ein. Damit wird kein Bremsbefehl ausgeführt. Nach Überschreiten des momentanen Haftwertes bzw. des dabei äquivalenten Schlupfes zwischen der ersten und vierten Achse tritt ein Schleudern ein. Dies bewirkt ein Absteuern der Zugkraft und kurzzeitiges Ansteigen der Bremskraft. In diesem automatisierten Prozess darf zusätzlich kein Verändern des Zugkraftwertes erfolgen, da sonst der auf der Baugruppe AHO41 gespeicherte momentane Haftwert gelöscht wird. Die Abnahme der Geschwindigkeit ist wie hier die Folge. Wissen Sie, dass die Baugruppe Haftwertorientierung bei jeder Stellung des Zugkraftwählers wirkt? Die Baugruppe Haftwertorientierung steuert bei Schlupf- oder Schleudervorgängen selbsttätig den am Zugkraftwähler eingestellten Grenzwert auf einen Wert, der dem momentanen Schlupfwert entspricht. Bei Reduzierung des Zugkraftwählers orientiert die Baugruppe wie hier auf den neu eingestellten Wert. Dieser liegt aber unter dem momentanen Haftwert. Das heißt, auch der mögliche Wert Delta-Schlupf verringert sich erheblich. Dem Verringern der Entlastung der ersten Achse wird durch Bedienen der Achslastausgleicheinrichtung entgegengewirkt. Der Triebfahrzeugführer stellt den anfangs gewählten Zugkraftwert ein. Nach Überschreiten der 16. Fahrstufe oder der Geschwindigkeit von 40 km pro Stunde schaltet die Achslastausgleichseinrichtung selbsttätig ab. Mit dem neuen Zugkraftwert kann Schlupf oder Schleudern noch einmal auftreten. Schlupf angezeigt, so wissen Sie, dass die Anzeige beim Fahren bedeutet, eine Differenz von größer als einem Stundenkilometer zwischen der ersten und vierten Achse liegt vor. Beim Bremsen bedeutet die Anzeige, dass die Sollgeschwindigkeit kleiner der Istgeschwindigkeit ist, beziehungsweise die Leistungsgrenze der elektrischen Bremse ist erreicht. Wird außer der Meldung Schlupf noch Schleudern angezeigt, bedeutet dies mindestens eine Achse schleudert. Die Neigung des Streckenprofils bewirkt das Ansteigen der Geschwindigkeit. Das Programm Nur fahren ist wirksam. Nach Einfahrt in die Steigung nimmt die Geschwindigkeit wieder ab und ein Fahrbefehl wird automatisch erteilt. Die Zugkraft steuert bis unterhalb des momentanen Haftwertes. Ein mittlerer Wert ist immer dann einzustellen, wenn der Zug wie beim Anfahren gestreckt werden muss. Der Triebfahrzeugführer wählt einen den betrieblichen Bedingungen notwendigen Zugkraftwert.
Oberstromwert steigt an. Der auf der Baugruppe AZR 41 eingestellte Oberstromwert wirkt auf die Steuerung der Zugkraft neben dem ständigen Soll-Ist-Vergleich der Geschwindigkeit. Wie Sie aus der Bedienungsanweisung wissen, wurde eine Reihe von Sonderprogrammen eingebaut. Nach Betätigen der Taste freier Auslauf wird ein ruckfreies Abbauen der Zug- bzw. Bremskräfte bewirkt. Tableauanzeige, Geschwindigkeitsregelung, Fahren und Bremsen unwirksam. Mit der Anwahl des Programms bedingter Auslauf wird gesteuert, dass die Zugkraft sich erst nach Erreichen der vorgegebenen Sollgeschwindigkeit abschaltet. Bei kurzem Neigungswechsel ist das Programm nur Fahren einzugeben. Zum Regulieren der Geschwindigkeit in Gefälleabschnitten ist das Programm nur Bremsen einzutasten. Das Löschen der Programme kann erfolgen durch den Taster Löschen oder Verändern der Sollgeschwindigkeit. Beim Befahren einer Bergkuppe wissen Sie, dass zum Vermeiden von Zerrungen im Zuge rechtzeitig die Zugkraft abgeschaltet werden muss. Bei dieser Baureihe müssen Sie trotz der automatischen Geschwindigkeitsregelung eingreifen. Wie die Grafik zeigt, treten sonst auf der Bergkuppe Zerrungen auf. Diese werden vermieden durch die Eingabe des Programms nur Bremsen. Das selbstständige Abschalten der Zugkraft erfolgt immer dann, wenn die Sollgeschwindigkeit erreicht ist. In dieser betrieblichen Situation beim Fahren über die Bergkuppe ist dies erst zum Zeitpunkt der Einfahrt in den Gefälleabschnitt. Deshalb greift der Triebfahrzeugführer in die Geschwindigkeitsregelung ein. Er wählt ca. 200 Meter vor dem Brechpunkt das Sonderprogramm nur Bremsen. Der Zug fährt ohne Zugkraft gestreckt und ohne Zerrungen über die Bergkuppe. Vom Triebfahrzeug wird dann im Gefälleabschnitt mit der elektrischen Bremse die vorgewählte Sollgeschwindigkeit reguliert. Die pneumatische Ergänzungsbremse wird beim Erreichen des maximalen Bremswertes nicht angesteuert. Aus dem Studium des Störungssuchplanes kennen Sie die Festlegung, dass bei Ausfall einer Steuerungsart in die andere übergegangen wird. Unter Punkt 17 ist festgelegt, lässt sich während der Fahrt mit der Hauptsteuerung das Schaltwerk nicht mehr steuern, ist auf die Hilfssteuerung überzugehen. Die weitere Störungssuche ist auf dem nächsten Haltebahnhof nach den gezeigten Fragekomplexen durchzuführen. Der Triebfahrzeugführer stellt den Geschwindigkeitswähler auf Stellung 1 und tastet gleichzeitig einen Aufbefehl ein. Er regelt jetzt die Zugkraft durch Auf- oder Absteuern des Schaltwerkes. Dabei werden zunächst bis 100% Zugkraft bei jeder Stellung des Zugkraft-Bremskraftwählers größer 0 bis 100 realisiert. Durch die redundante Anordnung der beiden Steuerungen ist ein Umsteuern vom Bedienpult während der Zugfahrt ohne Halt möglich. Das Umsteuern zur Hauptsteuerung geschieht durch Einstellen eines betrieblich erforderlichen Geschwindigkeits- und Zugkraftwertes. Der Triebfahrzeugführer bestätigt bei der Vorbeifahrt an dem entsprechenden Signal seine Aufmerksamkeit durch Drücken der Wachsamkeitstaste, der punktförmigen Zugbeeinflussung. Aus den Erfahrungen mit E-Triebfahrzeugen wissen Sie, dass der Druck in der Hauptluftleitung und in den Bremszylindern Einfluss auf die Steuerung der Kraftübertragung nimmt. Muss aber wie hier in der Steigung das Triebfahrzeug angebremst werden, damit der Zug nicht abrollt, ist von der Einleitung des Anfahrvorganges bis zum vollständigen Lösen der Zusatzbremse der Taster Bremse überbrücken zu betätigen. Die Motortrennschütze sind erst dann ansteuerbar. Als
Als Vorbedingungen für die Anfahrt sind der Achslastausgleich einzutasten, die Fahrmotor- und Trafolüfter einzuschalten, das Triebfahrzeug mit dem Zusatzbremsventil anzubremsen und den Zug auszulösen. Für diese Anfahrt des gestreckten Zuges kann sofort 100% Zugkraft vorgewählt werden. Der Taster Bremse überbrücken und der Geschwindigkeitswähler werden gleichzeitig bedient. Der Taster muss so lange festgehalten werden, bis die Zusatzbremse vollständig ausgelöst ist. Das Losbrechen des Zuges hat innerhalb von 5 Sekunden zu erfolgen, sonst treten Schäden an den Fahrmotoren und der Fahrleitung auf. Nach Überschreiten der Geschwindigkeit von 5 km pro Stunde kann die hier notwendige hohe Zugkraft und die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit eingestellt werden. Durch die Regeleinrichtung ist der Triebfahrzeugführer von weiteren Schalthandlungen entbunden. Er überwacht diesen Prozess und konzentriert sich voll auf die betrieblichen Informationen. Die signalisierte Geschwindigkeit erfordert eine Regulierungsbremsung auszuführen. Dazu wird zunächst die Zugkraft rechtzeitig abgeschaltet. Der Zugkraft-Bremskraftwähler in Stellung 0 gezogen und danach der Geschwindigkeitswähler auf die neue Sollgeschwindigkeit gestellt. Diese Reihenfolge ist unbedingt einzuhalten. Wird die Geschwindigkeit des Zuges durch den Laufwiderstand ungenügend reduziert, kann, wie hier, sehr feinstufig die Regulierung mit der elektrischen Bremse vorgenommen werden. Dabei ist auf das Gleiten der Achsen zu achten. Unser Personal hat bald den Wendebahnhof erreicht und wird einen Reisezug in Richtung Heimatbahnbetriebswerk übernehmen. Vor der Einfahrt in den Bahnhof stellt der Triebfahrzeugführer den Zugkraft-Bremskraftwähler sowie Geschwindigkeitswähler in die Stellung 0. Zielbremsungen sind immer mit dem Führerbremsventil auszuführen. Der neue Triebfahrzeugführer kann nach kurzer Übergabe und Kontrolle die Fahrt mit einem einsatzfähigen Triebfahrzeug bis zum Endbahnhof des Zuges fortsetzen. Die modernen Triebfahrzeuge der Deutschen Reichsbahn, Baureihe 243, mit diesen komfortablen Wagen, erfüllen anspruchsvolle Reiseverkehrsbedürfnisse. Der weiträumige Einsatz der E-Traktion gestattet die durchgängige Bespannung der Reisezüge. Diese Form der Bespannung erfordert zwischenzeitlichen Personalwechsel, deshalb werden Ablösungen am Bahnsteig immer häufiger. Unser Personal übernimmt das Triebfahrzeug des ankommenden Reisezuges in Richtung Heimatbahnbetriebswerk. Die Übernahme schließt eine nach der Dienstvorschrift für den Dienst auf und an Triebfahrzeugen angeordneten Kontrolle ein. Die Ablage der Unterlagen für die Fahrt auf dieser Baureihe gestattet einen ständigen Informationszugriff. Aufgrund des zusätzlichen Haltes, bereits nach 3,3 Kilometern, stellt der Triebfahrzeugführer eine Sollgeschwindigkeit unter der Höchstgeschwindigkeit ein.
Dazu wählt er das Sonderprogramm bedingter Auslauf. Nun kann sich der Triebfahrzeugführer voll auf die betriebliche Situation konzentrieren. Der Triebfahrzeugführer stellt aufgrund der neuen betrieblichen Situation nur 90 Kilometer pro Stunde als Sollgeschwindigkeit ein. Für eine rasche Beschleunigung des Zuges wählt er nach Erreichen von 5 Kilometern pro Stunde einen hohen Zugkraftwert. Er nutzt außerdem das Sonderprogramm bedingter Auslauf, um sich noch intensiver auf den zusätzlichen Halt zu konzentrieren. Erst nach Erreichen der eingestellten Sollgeschwindigkeit wird die Zugkraft bei diesem Programm abgeschaltet und geht in den freien Auslauf über. Sind die Trennschütze abgeschaltet, kann der Triebfahrzeugführer wieder vorprogrammieren. Zugkraft-Bremskraftwähler und Geschwindigkeitswähler nach Stellung 0. Mit dem Führerbremsventil wird eine Betriebsbremsung von 45 kPa eingeleitet. Danach stellt der Triebfahrzeugführer den Bremskraftwähler auf 30% und nutzt dadurch eine höhere elektrische Bremskraft, als sie der Druckmessumformer ansteuert. Für diese Erhöhung wird bei Ausfall der Fahrleitungsspannung keine pneumatische Bremskraft angesteuert. Die notwendige Abbremsung des Zuges erfolgt bis zum Halt mit dem Führerbremsventil unter Beibehaltung des eingestellten Bremskraftwertes. Nach Auftrag zur Weiterfahrt wird unter Berücksichtigung des Nullstellungszwanges die Hilfssteuerung eingestellt. Mit dem Taster wird das Schaltwerk und damit die Zugkraft gesteuert. Auch für solche Fälle ist die Nutzung der Hilfssteuerung möglich. Der Triebfahrzeugführer erhält die Information, der Zug hat die Stelle des Schienenbruchs überfahren. Die Fahrt bis zur nächsten betrieblichen Situation erfolgt unter Anwendung der bereits gezeigten Bedienhandlungen. Die Mikroelektronik übernimmt einen großen Teil der Aufgaben des Triebfahrzeugführers. Im Streckenabschnitt muss der Zug eine ständige Langsamfahrstelle mit 80 Stundenkilometern durchfahren und anschließend wieder auf Höchstgeschwindigkeit beschleunigen. Mit dem Programm freier Auslauf wird das Schaltwerk und damit die Zugkraft abgesteuert. Das Schaltwerk läuft durchgängig in der Stufe 0. Bei kurzen Langsamfahrstellen wie im Folgenden regelt der Triebfahrzeugführer die Zugkraft und Geschwindigkeit wie bei allen anderen Triebfahrzeugen. Die Regulierung erfolgt mit dem Führerbremsventil. Der Zugkraft-Bremskraftwähler wird für die nächste Beschleunigung auf einen mittleren Wert eingestellt. Nach Überfahren der Langsamfahrstelle wird der Fahrbefehl durch kurzes Verändern der Sollgeschwindigkeit erteilt. Dies ist auch eine Möglichkeit, das Programm freier Auslauf zu löschen. Der Zug beschleunigt mit dem gewählten Zugkraftwert. Die nächste Langsamfahrstelle ist zu erwarten. Der Zug hat auf dem vorliegenden Streckenabschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde. Zum rechtzeitigen Eingreifen in die Geschwindigkeitssteuerung, Betätigen des Tasters freier Auslauf, muss der Triebfahrzeugführer die Auslaufwege der Güter- und Reisezüge kennen. So beträgt der Weg für einen Reisezug in der Ebene von 80 Kilometern pro Stunde auf 50 Kilometer pro Stunde ca. 3500 Meter.
Die Fahrzeitverlängerung beträgt dabei nur 25 Sekunden, aber 2 Minuten weniger Energieabnahme. Die Qualität des Transportprozesses ist gekennzeichnet durch die Sicherheit, Pünktlichkeit und Wirtschaftlichkeit. Unser Beitrag zur Wirtschaftlichkeit heißt rechtzeitiges Abschalten der Antriebsenergie. Bei dem Triebfahrzeug der Baureihe 243 greift der Triebfahrzeugführer in die Geschwindigkeits- und Zugkraftregelung durch Betätigen des Tasters freier Auslauf ein. Die entstandene Fläche zwischen den beiden Geschwindigkeitslinien stellt den Anteil der eingesparten Energie dar. Die Fahrmotorentemperatur wird nur vom vorderen Fahrmotor des jeweiligen Drehgestells angezeigt. Die Fahrmotoren sind auch während der Fahrt bei ausgeschalteter Kraftübertragung zu belüften. Den Zugkraft-Bremskraftwähler stellt der Triebfahrzeugführer auf Null. Danach wird der Geschwindigkeitswähler auf die zulässige Geschwindigkeit eingestellt. Bei Bedarf kann, wenn erforderlich, feinstufig Bremskraft oder Zugkraft im Abschnitt der Langsamfahrstelle eingeregelt werden. Nach Vorbeifahrt des Zugschlusses am Signal LF3 wird der Zug mit einem mittleren Zugkraftwert gestreckt und dann mit maximaler Zugkraft auf die neue Sollgeschwindigkeit beschleunigt. Entsprechend dem Laufverhalten des Zuges und Streckenwiderstand steuert die Regeleinrichtung das Schaltwerk und die Zugkraft. Wie Sie wissen, erfolgt beim Ausschalten bzw. Auslösen des Hauptschalters und einer eingeleiteten Bremsstufe mit dem Führerbremsventil das Umsteuern von der elektrischen zur pneumatischen Bremse. Zur Vermeidung dabei auftretender Zerrungen im Zuge ist nach Einleitung des Bremsvorganges der Taster Bremse über Brücken zu betätigen. Das Triebfahrzeug bremst durchgängig pneumatisch. Nach Einleitung der Bremsstufe bedient der Triebfahrzeugführer den Taster Bremse über Brücken. Damit wird die elektrische Bremse abgesteuert. Während des gesamten Bremsvorgangs wirkt dann nur die pneumatische Bremse. Der Hauptschalter ist rechtzeitig auszuschalten. Nach Wiederanzeige der Fahrleitungsspannung wird der Hauptschalter wieder eingeschaltet. Bei dieser Baureihe dürfen die Schalter der Hilfssteuerung durch die eingebaute Anlaufstaffelung in der vorgewählten Stellung verbleiben. Die Zugsammelschiene ist nach Bedarf wieder einzuschalten. Bevor wir unser Ziel erreichen, möchte ich für Sie die wichtigsten Handlungen zusammenfassen. Erstens. Die Hilfssteuerung ist bei Rangierfahrten immer anzuwenden. Zweitens, die Hauptsteuerung ist grundsätzlich bei Zugfahrten zu nutzen. Drittens, Zielbremsungen sind mit der pneumatischen Bremseinrichtung des Triebfahrzeuges durchzuführen. Eine Verstärkung der elektrischen Bremskraft kann zusätzlich noch erfolgen durch Vorwahl des Bremskraftwählers auf 30%. Viertens, für Regulierungsbremsungen ist die elektrische Bremse weitestgehend zu verwenden. Fünftens, das Programm freier Auslauf sowie die Sonderprogramme sind vom Triebfahrzeugführer für die Vorprogrammierung der Zugkraft- und Geschwindigkeitsregelung einzubeziehen. Unsere Fahrt ist damit beendet.